Guten Morgen, liebe Gartl- und Werkel-Fans. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und wir werden heute endlich einen Palettenkomposter bauen. So. Und zwar da hinten. Für das habe ich defekte Ura-Paletten besorgt. Wir werden große Boxen bauen, die mit Stipfel fixieren, mit Metallwinkel zusammenschrauben. Unterhalb da haben wir noch ein Mausgitter rein, wobei die meisten sind ja nicht blöd. Die kräuen einfach drüber und passt. Ne? Ich habe deswegen den Platz unter dem Haselnussstrauch gewählt, weil da einfach der einzige Platz ist, der nicht voll in der Sonne ist. Wir haben Halbschatten mehr oder weniger. Bis am späten Nachmittag ist er im Schatten und kriegt nicht die volle Sonne. Im Grunde ist die Füllung einfach so, man mischt grobes Material mit feinem Material, grünes Material mit braunem. Und dann sollte es eigentlich auch passen normalerweise. Die Natur macht den Rest. Ich gehe mal davon aus, dass es so funktionieren wird. So, wir haben jetzt einmal Platz gemacht. Die Paletten und die Bredel und Stipfel haben wir alle mal da mit, damit wir arbeiten können. Der Plan ist, dass wir drei Boxen herbauen. Hinterm Komposter, nachdem das ja im Halbkreis steht und nicht Paletten auf Paletten, sondern so schräg, hast du dahinter einen Schlitz, so einen Spalt quasi, ne? Je nachdem, wie stark da jetzt der Halbkreis ist. Da habe ich mir gedacht, dass man in den großen Spalt Regenfassel, Düngefassel rein tut. Dann ist das genutzt und sie sind ein bisschen versteckt und nicht mehr so schier blau. Bevor wir starten, müssen wir da noch zwei Sträucher ausgraben. Eins dürfte ein Bärenstrauch sein, weiß es nicht mehr genau. Steht jetzt schon eine Zeit da, war noch nie was Gescheites. Der steht im Halbschatten, verdeckt von dem riesengroßen Haselnussbaum, Busch, Strauch. Was immer. Der andere Strauch ist also ein grüner Hartriegel, den setzt man ins Freie, da hat er dann Platz, Licht und kann sich ausbraten und wird in der Regel normalerweise auch relativ groß. Der ist einfach rausgegangen, da sieht man den Unterschied zwischen der Erde, die ist schon dunkelbraun ins Schwarze, zu der leicht lehmigen Erde, die braucht sicher noch ein bis zwei Jahre. Wenn sie dann die Bodenlebewesen aufgelockert haben, dann wird der so. Aber so deppert reingesetzt. Der zweite ist auch heraus. Jetzt können wir mal schauen, wie das da ausschaut. Und den ersten Besucher am Schmetterlingsflieder haben wir auch schon. Schauen wir, ob wir ihn erwischen. Wir haben noch ein bisschen Erden mit, die werden wir ein bisschen in die Pflanzlöcher von den Sommerflieder rein tun. Ein ganzer bunter. Wir werden auf alle Fälle die Erden dort rein tun. Dann haben wir noch ein bisschen was zum Niederschneiden haben wir noch. Ich habe da noch so Goldruten mitgenommen, die haben wir im Blumengarten, sind jetzt viel geworden. Die werden wir auch noch einsetzen. Dann gehen wir es auch, ne? Ein bisschen umgraben, das passt schon. Ne? Da ist schon wieder einer. Hey, pst, pst, hey. Ja. Wie schaut es aus mit dem Palettenkomposter? Haben wir vergessen? Ja, ich komme eh schon. Das sind unsere Lärchenstipfel. Der kann auch gespitzt. Das sind die Fixierungen für die Paletten. Ich überlege jetzt gerade, wie ich es am besten mache, weil so wie ich es normal mache, sage ich es euch nicht, das ist nicht jugendfrei. Ich habe zwar so Einhandzwingen mitgenommen, die sind super, die kannst du mit so einem Pistolengriff verstellen. Die halten auch relativ gut, aber nicht so gut wie ein Schraubzwingen, aber für unsere Zwecke wird es reichen. Ich habe mir gedacht, dass wir einfach die Stipfel fixieren auf der Palette. Dann kann man da so schön oberschneiden. Schauen wir, ob das geht. Kommt super. Das hält an und für sich. Es geht natürlich auch mit der Kreissäge. Wir haben aber keine, wir haben nur eine Motorsäge mit. Und im Endeffekt ist das beste Werkzeug immer das, das du mit hast. Das heißt, wir werden mit dem auskommen müssen. So, ist eh klar, ne? Wir haben alles gedacht, Motorsäge haben wir, auftankt, Öl und so weiter, das funktioniert alles. Gehörschutz haben wir mit, ganz wichtig. Ein Brühen haben wir mit, das ist ein Arbeitsschutzbrühen, schaut nur aus wie ein Sonnenbrühen. Was wir allerdings nicht mit haben, ist ein Schnittschutzgewand, weil das liegt daheim im Vorraum. Wir werden das aber jetzt trotzdem machen, müssen wir allerdings umso mehr aufpassen, weil die Kette ist nicht geschliffen, der ist extrem scharf. Wenn du da fängst, ist der Fuß durch. Also bevor es euch da jetzt großartig aufregt, ihr macht es auf alle Fälle mit Schnittschutzgewand,
Da ist, bei den älteren ist so ein Wollen drin, so ein Polyester, das verfangt sich, das stoppt die Ketten. Die neueren weiß ich nicht, sind andere Hightech-Materialien, leichter, angenehmer zum Tragen auf alle Fälle. Ich bin da nicht der Experte, ich bin ein Anwender, hilft allerdings heute nicht, weil es daheim liegt. Noch was zum Motorsack. Das ist ein umbauter kleiner Stiel. Da war vorher ein 35er Schwert da, das ist klasse für so kleine Arbeiten und so. Durch Zufall habe ich dann ein 38er Schwert ergattert. Das war in Abverkauf, das hat keiner braucht. Und die 3 cm sind relativ angenehm, da hast du ein bisschen mehr Reichweite. Und ich büte mir ein, der Kettenverschleiß ist geringer, wobei Einbütung ist auch was. Wie immer, ich bin kein Profi, die Holzfäller und Holzarbeiter unter euch haben andere Geräte. Für den Hobbybereich taugt mir das. Die habe ich jetzt schon seit 2006 und hat eigentlich noch nie was Gräberes gehabt. Heuer hat sie das erste Mal zum Spinnen angefangen, weiß nicht genau warum. Möglicherweise ist irgendwas verstopft, zu wenig Sprit, keine Ahnung. Auf alle Fälle, jetzt geht es momentan. Ich muss es aber im Herbst servicieren lassen. Ihr habt die Möglichkeit, dass das in einem Fachbetrieb macht oder euch YouTube-Videos ausschaut. Ist auch eine Möglichkeit vom Fachbetrieb. Die wissen, was tun. YouTube weiß nicht immer genau, was tut. Als YouTube-Alternative gibt es auf alle Fälle sicher die Möglichkeit vom Raumann-Kanal. In Raumann kennt ihr schon, das ist der Manfred, aus dem Sensen-Video, das schon online ist, wenn das Video ausgestrahlt wird oder noch kommen wird. Bleibt auf alle Fälle drauf, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Abonniert unseren Kanal. Es wird in der nächsten Zeit online gehen. Wie gesagt, der Manfred vom Raumann-Kanal, der macht auch Reparaturvideos. Ich bin da jetzt nicht der große Fachmann. Ich schneide damit, wenn es geht, ist gut. Wenn es nicht geht, ärgere ich mich und probiere irgendwas herum. Und im Endeffekt lasse ich es in einem Fachbetrieb machen. So schaut es aus. Und jetzt starten wir mal an. Es ist eh klar, jetzt ist das Starterschnur angerissen. Vielleicht können wir es nur zusammenknoten schnell. Die gehören eigentlich zusammen. So, wir fadeln das da jetzt einfach einmal so durch, so ganz wild. Das Problem ist, wenn es das da ein bisschen abkürzt, ist fast ein bisschen kurz zum Starten. Wir werden das aber trotzdem probieren, ob das so funktioniert. Nein, wir probieren das nicht. Plan B, wir machen gleich einen eigenen Knopf rein, der möglichst weit oben ist. Das fadeln wir jetzt da wieder ein. Yes! Da gehört auf alle Fälle die Stützhüsen rein, beißen tut da. Jo, schief sind wir auch nicht. Der mit seinem Flieger kommt auch schon wieder und haut mir den ganzen Ton zusammen. So, Drehmoment beachten. So, das hat mir alles der Raum angezeigt. Das ist nur provisorisch repariert, weil wenn es funktioniert, ist es okay. Wenn nicht, war es jetzt gerade ein bisschen blöd, aber das wird funktionieren. Bin überzeugt davon. Wir haben echt einen Klick gehabt, dass ich immer alles mit habe. Bis auf Schnittschutz gewandt, weil das liegt daheim. Platz haben wir ja schon gemacht, jetzt stellen wir es einmal hin und schauen mal, wie das ausschaut. Und die Dinger sind super, weil die haben so einen Schnellverschluss. Geht mit einer Hand, die sind auch super zum Basteln. Und wenn du es brauchst, ausspannen, passt. Ne? Die sind echt, kosten nicht viel, die kosten. Ich glaube, der lange kostet bei die 25 Euro, 20, 25 Euro. Da gibt es, je nach wie lang du das brauchst, zum Basteln sind die super. Sie haben aber nicht so viel Haltekraft, als wie ein Schraubzwingen. Das muss man auch sagen. Aber das brauchen wir nicht. Das hat relativ gut funktioniert jetzt. Hätte ich mir nicht gedacht. Normalerweise mache ich das anders, ein bisschen wilder. Aber so ist das Werkstückel fixiert, passt eigentlich recht gut, werde ich glaube ich immer so machen. So, wir haben keinen Hammer mit, wir haben nur einen Hock mit, das tut es genauso. Da haben wir noch ein paar so Edelwinkel, ganz normale Stahlwinkel, nicht rostfrei, das sind ganz billig, das sind überblieben von einem anderen Projekt. Normale Holzschrauben, so Spanplattenschrauben mit einem Torx.
Der geht ein bisschen besser als wie die Kreuzschlitzgeschichten 60er, also 60 mm lang, sieht man das. Die reichen vollkommen. Zwei, drei Winkel auf jeder, in jedem Eck, dann hält das normalerweise. Wir werden die erste Box direkt da her setzen. Die zweite ein Stück Lobby und die dritte ein bisschen direkt unter den Strauch. Für das dann mal ein bisschen anebnen. Ich muss ein bisschen was wegstechen, damit das Kraut wird. Die seitlichen Teile sind fixiert. Wir müssen jetzt noch die Rückwand fixieren. Da nehmen wir einfach die zwei, drei Winkel auf einer Seite, schrauben und die schrauben wir zu und das halten. Und am meisten zipft mir auch, wenn in der Schraubenbox zwei verschiedene Bitgrößen drinnen sind. Da müssen wir noch Witzel dazwischen schrauben, weil die Schraube zu lang ist. Passt, eine Seite hätten wir, jetzt geht die andere. Da hinten ist die Schraube zu lang, wir müssen das Holzl rein tun und von der Rückwand mitschrauben quasi. Jetzt steht die Schraube hinten nicht mehr aus, die hat Bissen. Das Ganze ist fixiert, machen wir unten nochmal und dann müssen eine Box fertig sein. Und weil der da vorne noch ein bisschen wogelt, weil der Stipfel ein bisschen zu dünn ist, werden wir den jetzt auch nochmal mit zwei Schrauben fixieren, dann hält das auch normalerweise. Das Luftgeschwader kommt schon wieder. Da reicht eine auch. So schaut das jetzt einmal aus, das ist eine Box, die zweite kommt daneben hin und die dritte weiß ich nicht, ob es ausgeht, weil die Paletten so schlecht sind. Wir werden auf alle Fälle den momentan noch losen. Ich habe euch ja gesagt, ich werde wahrscheinlich ein Dach aufbauen. Für das ist das Glas, wenn es vorne ein bisschen höher ist, kann es so abbrennen hinten. Dahinter oder da in die Mitte werden wir vielleicht die Regenfassel einbauen, ein bisschen eingraben die Regenfassel, damit man es nicht gleich so sieht. Da lassen wir dann was aufranken. Ihr fragt euch jetzt sicher, was für Seiten von der Paletten innen im Komposter und was für eine das außen ist. Wir haben schon mal so eine Komposter gebaut, da haben wir es genau gegengleich gemacht und die Öffnungen sind innen. Da ist es jetzt so, dass du erstens einen Platz wegnimmst und ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Hohlraum einfach für die Mais ein Anzugspunkt ist. Ne? Das Gitter, das am Boden reinkommt, haben wir jetzt natürlich vergessen. Ist jetzt aber nicht so ein großes Problem, das legen wir einfach dann noch rein, dann ein bisschen fixieren wir das da und damit passt es auch Erden drauf und dann können wir schon befüllen. Es kommt dann da vorne noch ein Bredel auf, links und rechts, und dann wird das da noch so zugemacht. Die habe ich aber noch nicht mit, die muss ich erst organisieren, dass man es dann, wenn man Komposter ausrahmt, einfach die Bredeln rausnimmt, dass man leichter zubekommt im Prinzip. Ja.